Sie werden das verstehen, dass wir nicht gewillt sind, uns das auch noch musikalisch untermalen zu lassen, was Sie uns textlich vorgelegt haben. Und wir sind der Auffassung, dass damit die Gruppe Renft als nicht mehr existent anzusehen ist. Das ist alles. Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. Und dann kommt es darauf an, dass das Blut, das in uns fließt, seine Wärme halten kann, wenn sich sein kalt um uns schließt. Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. 1990 Weißenfels. Eine Band kehrt zurück, die 15 Jahre verboten war. Renft, vielleicht die Kultband der DDR. Vier Jahre sind seit dem Comeback der Renft-Kombo vergangen. Im Land hat sich wieder viel verändert. Thomas Monster Schoppe an einem alten Auftrittsort in Leipzig. Der Sänger von Renft ist wieder von Berlin-West nach Leipzig-Ost gezogen. Die ersten Konzerte nach der Wende waren so ergreifend für mich, also es ist eigentlich unglaublich, dass wenn die Leute auf dich zukommen und die Gesichter, die Augen, die strahlen, da kommt drüber was ich persönlich habe das ja nie so begriffen. Für mich war das ganze Thema eigentlich abgehakt. Auch die ganze DDR und so. Ich will auch damit überhaupt nicht mehr zu tun haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da Transit durch und sage ich so trivial, wie es ist. Ich war froh, dass ich wieder in West-Berlin dann war. Oder wenn es um Urlaub ging, drüben. Und das war ganz ergreifend. Auch Klaus Renft ist wieder zurückgekehrt. Man trifft den jungen Vater meist im Ostberliner Prenzlauer Berg, wo seine Tochter Luise geboren ist. Wenn ich mein Leben so zurückblicke, es war ja nie ein gewöhnliches Leben, wie so ein bürgerliches Leben, wo ich schon mal eine Zeit lang hatte, als Tonmeister am Renaissance-Theater war. Und die 10 Jahre, da war ich eigentlich ziemlich in die bürgerlichen Gewohnheit, hat mich mir ziemlich zu eigen gemacht. Mercedes gefahren, gutes Gehalt gehabt, dreimal im Jahr im Urlaub, 5-Zimmer-Wohnung. Und dann, als die Ehe dann zerbrach, da dachte ich, nee, das kann nicht dein Ziel sein. Und da habe ich mich entschlossen, wieder einen anderen Weg zu gehen. Dann kam zufälligerweise gerade die Zeit, wo die Mauer geöffnet wurde und die ganzen Ereignisse kamen bei mir zufälligerweise zusammen. Da dachte ich, jetzt schlägst du den Weg wieder ein. Es ist die Möglichkeit, wieder da als Künstler zu arbeiten. Denn ich wusste ja nicht, was wir im Osten noch für Fans hatten. Jetzt ist er eingeschlafen. Jetzt ist er eingeschlafen. Der Papa brummt so vor sich hin. Hm? Ja. Peter Piotr Kschenz spielt wieder die Geige bei Renft.
Piotr ist nach dem Verbot in Leipzig geblieben und arbeitete unter anderem als LKW-Fahrer. In seinem Haus trifft sich die Band Anfang Mai 94, um zu proben. Könnte vielleicht noch so ein... Ah, nee. Das ist ein richtiges glattes A-Moll. Alles Gute. Ich einwerfe, sind wir hier jetzt mal reingegangen. Das haben wir noch nie geschafft. Renft probiert auch neue Titel. So Monster Song, Die Flut. Ja, an dieser Stelle. Ja, von was haben wir denn jetzt gesprochen? Zuhören. Wenn ich jetzt in den dritten Vers reingehe, oder in den vierten, nach seinem Solo. Nee, spiele ich einfach. Also ich mache keine Pause da. Ja, das ist doch okay, das wollte ich doch nochmal wissen. Ich spiele durch. Aber ja, ich wollte mal wissen, welche Stelle, ist jetzt klar. Mal die gleiche Stelle. Schreibe dir einen Brief, an welche Stelle es geht. Jeder weiß es hier. Lässt du den Ton richtig stehen? Das E. Nein, das kann nicht hören, wenn man anders spielt. Das hält ja nicht aus. Die Legende ist die Elle, an der sie gemessen werden. Das wissen auch die Neuen, der Keyboarder Robert Golis-Hoffmann, Heinz Prüfer an der Gitarre und Delle, der Drummer. Also zum Beispiel vor dem eigentlichen Gig, wenn man da nochmal irgendwo durch den Saal geht. Gucken sie manchmal so. Gucken die so an. Ach, der kommt von der Bühne, der ist von der Band. Dann gucken. Och, den kenne ich ja gar nicht. Das ist ja kein richtiger Rest. Also. Das wird enttäuscht so. Das ist auch immer ganz lustig. Ja, insofern. Nee, da gucken sie bald auch. Ja, klar. Ich erkenne doch überhaupt keinen mehr. Ja, ist nur Klaus. Ist nur Klaus. Ich mich erinnere, Klaus und so. Er stand neben mir, da ist noch dabei von den Alten. Monster-Kulturelle Hilflöster in der Wäsche. Stimmt, das sind immer so Sachen. Ich sag, ne, Herr Monster, was, du bist das? Ja, ich habe auch manchmal daneben gegriffen, weil ich dachte, mir gibt einer daran, dann meint er seinen Kumpel. Ja? Aber wichtig ist, dass wir aus einer inneren Struktur her was schaffen. Und dann glaube ich auch, dann geht das auch. Wenn wir wieder über die Dörfer ziehen und so weiter und die Leute kommen, dann können wir sagen, na Gott, ja, was soll denn irgend so ein Fritze bei Ariola oder sonst irgendwas? Wir ziehen unser Ding durch. Göhren auf der Insel Rügen. Ein Sommertag im Juni. Anfahrt zu einem Open-Air-Konzert. Das Wetter. Es lebe der deutsche Straßenbau. Könnt ihr denn von den Konzerten leben? Recht und schlecht. Mehr schlecht als recht. Ja. Also geht's.
Von dem Konzert, was gestern noch stattfinden sollte, auf jeden Fall nicht. Das war nämlich ein reiner Zuschuss. Da muss man durch. Wie geht's denn jetzt weiter mit Renz? Wir wissen es selber so noch nicht richtig. Also wir müssen uns zusammenraufen oder es zerbricht. Eindeutig. Wir haben gerade was ausgemacht jetzt, ja, wo wir eben gewesen sind. Der hat ja so ein Studio und das lässt sich eigentlich ganz gut an. Wir wollen den letzten Versuch machen, nochmal was auf der Reihe zu kriegen. Das hinsichtlich Platten, Neuproduktion und so. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es. Diese Band ist der Maßstab. Die Renft-Kombo in ihrem ersten Leben. Ein Konzert im Jahre 1973. Monster passte nicht in das gängige ästhetische Bild, ist deshalb nur zu hören und nicht fernzusehen. Der Schlagzeuger Jochen Hohl gab damals den Takt an. Die musikalischen Köpfe waren neben Monster der Keyboarder Christian Kunert und Cäsar. Hört mal, Peter Cäsar Gläser ist seinen eigenen Weg gegangen. Nach dem Verbot spielte er bei Karussell, stieg 1983 aus und ging 1988 in den Westen. Zurzeit nimmt er mit einer eigenen Band im Leipziger Set-Studio eine neue Platte auf. Jürgen! Cäsar, was macht denn die besondere Qualität der Renft-Kombo in den 70er Jahren aus? Oh Gott. Ja, sie war eine ganz unmögliche Kapelle. Man wusste nie, was kommt, ob die Band betrunken ist oder nicht betrunken. Aber das ist nicht das Wesentliche. Was die Band vor allen Dingen ausmachte, denke ich mal, und die Leute auch anzog, das war, ja, ich nehme an, die Inhalte, die wir rüberbrachten und die auch geglaubt wurden. Im Gegensatz zu vielen anderen Bands und dass auch viel Innovatives dabei war. Schon mal alle Deutsch zu singen, also die Bemühungen gab es natürlich auch schon vorher. Und in den 70er Jahren wurden sie natürlich ziemlich unterstützt, staatlicherseits. Und wir sind ja auch, sagen wir mal, am Anfang ein bisschen in die Falle getappt, ohne das zu merken. Und ich denke auch, dass aus dieser Richtung, sagen wir mal, für die Leute so eine gewisse Glaubwürdigkeit rüberkam. Wir machen keine Schlagermusik. Wir machen keine Singbewegung, sondern wir versuchen, unsere Jugend steht sehr auf Beat, auf diesen etwas kräftigen Sound. Und dazwischen versuchen wir einen Weg zu finden, um uns zu engagieren. Das ist ein sehr, sehr schmaler Weg, den wir gehen. Hoffentlich gelingt er. In diesem Saal des Leipziger Kulturhauses Alfred Frank ist die Band 1975 verboten worden. Wir wollten eigentlich den Bruch, den wollten wir musikalisch den richtig darstellen. Und ich vermute mal stark, die haben das gewusst. Und insofern ja auch der Ausspruch, das hören wir uns gar nicht erst an. Also auf dieser heiligen Halle, die hier eigentlich gar nicht heilig ist. Also da sind wir nicht dahin gekommen. Wie gesagt, die ganze Anlage stand. Und wir kamen dann in den Raum, wollten eigentlich dann hoch zur Bühne. Und dann stand die Frau Ruth Oehlschlegel auf und verkündete halt den Urteilsspruch, dass also diese Renft-Band nicht mehr
als existent anzusehen sei. Das Verbot hat Klaus Renft heimlich mit einem unter seinem Bass versteckten Kassettenrekorder mitgeschnitten. Verkündet von einer Kulturkommission unter dem Vorsitz von Ruth Ölschlägel. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir heute das Vorspiel uns nicht anhören. Und zwar aus folgenden Gründen. Weil die Texte mit unserer sozialistischen Wirklichkeit nicht das Gericht zu tun haben. Weil in den Texten darüber hinaus die Arbeiterklasse verletzt wird und die Staats- und Schutzorgane diffamiert werden. Sie werden das verstehen, dass wir nicht gewillt sind, uns das auch noch musikalisch untermalen zu lassen, was Sie uns textlich vorgelegt haben. Und wir sind der Auffassung, dass damit die Gruppe Renft als nicht mehr existent anzusehen ist, mit diesen Texten, die Sie uns hier vorgelegt haben. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie verboten sind. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie für uns aufgrund dieser Tatsache nicht mehr existieren. Für die Organe existierte die Renft-Kombo dennoch. Christian Kunert und der Texter Gerulf Panach kamen in Haft und gingen später in den Westen. Klaus Renft wurde die Ausreise nahegelegt. Thomas Schoppe half, illegale Aufnahmen außer Landes zu schmuggeln und wurde verhaftet. Auch er ging später nach West-Berlin. Die andere Hälfte blieb. Cäsar und Jochen Hohl stiegen bei Karussell ein. Schwerin im Juni. Hallo, Trier! Hallo! Los, Rie! Guten Tag. Klaus. Klaus ist vom letzten Mal nicht zurückgekehrt. Was? Die Band baut sich immer noch selbst auf. Im Konzert spielen sie auch neue Titel, wie eben die Flut. Ich hab geträumt, so tief und schwer. Sah Wolken grau über dem Meer. Sein Spiegel war das Himmels Herr. Juli 94, das Berliner Studio von Andy Raab. Die Neuen von Renft nehmen eigene Titel auf. Ihr Projekt heißt Donnerkeil. Die Arbeit an neuen Renft-Songs dauert Heinz Prüfer und den anderen zu lange. Als ich eingestiegen bin, war alles voller Tatendrang und wollte auch machen. Aber ich weiß nicht, das ist in kürzester Zeit eingeschlafen wieder. Ich habe mit dem Monster habe ich dann in Spandau, der hatte dort ein kleines Studio, so ein auch so in dieser Art, nicht so gut ausgerüstet, aber man hätte dort eben vorbereiten können, arbeiten können. Es sind da auch einige Dinge entstanden, aber dieses Ping-Pong-Spiel, was wir uns eigentlich gedacht haben, dass man auch zum Beispiel am Computer oder in kleinem Kreis Songs erarbeitet, das dann in den Probenraum trägt und dann Ping-Pong-mäßig hin und her arbeitet, sich dann an das Endbild rantastet, das ist eben nicht entstanden. Zerlich.
In seiner Leipziger Wohnung arbeitet Thomas Schoppe an neuen Titeln für Renft. Er weiß, dass die anderen ungeduldig werden, aber für ihn bleibt der Anspruch, an die Qualität der alten Stücke anzuknüpfen. Wir haben jetzt da Leute, die jetzt mit zutun. Jetzt haben die aber stellenweise auch andere Jahrgänge, auch andere Vorstellungen und naja, die Alten sind auch ein bisschen älter geworden und so weiter. Da gibt es schon ein paar Reibereien und naja, es ist aber unsere einzige Möglichkeit und unsere einzige Chance. Geithain im August. Im Südosten der ehemaligen Republik hat die Band immer noch ein Heimspiel. Der hartgesottene Renft-Fan will einfach nicht aussterben. Wir können nicht so schön und sauber glänzen und wir machen auch keine saubere Nostalgie, so wie Pudis und die anderen Bands. Die machen eine richtig saubere Nostalgie. So, bitteschön, ihr Leute, habt es so. Und wir machen eigentlich die Sache im Schweiße unseres Angesichts und fangen eigentlich im Grunde genommen bei Null wieder an. Ich war erwacht aus tiefen Schwärmen, sah Wolkengrau über dem Meer, was ein Spiegel war des Himmels Herr, der jetzt zerbrach als ein Regenfried. Dankeschön. Das war ein neuer Song. Ich möchte eigentlich, dass diese Renft-Band, auch wie sie jetzt besteht, auch sogar mit den alten Songs nach wie vor noch angenommen wird. Dass es uns doch noch mal gelingt, weil ich mal gar nicht so den großen Wurf, darum geht es gar nicht, aber dass wir wirklich gut davon leben können, sage ich, das ist ganz wichtig. Und dass wir irgendwie diesen Leuten noch mal was bringen können. So mit die Nacht in Geithain kommt und der Strom geht. Der Strom kommt gleich. Okay.
Also noch ein bisschen Geduld! Noch ein bisschen Geduld! Wir haben keinen Strom! Jetzt haben wir Licht, aber keinen Strom mehr hier drin. Das ist nämlich der dufte Underground-Mucke. Auf jeden Fall kommt noch irgendwas. Ob das, wenn ich mich alleine hinstelle und mache noch was. Ich habe so viel, mein Herz ist so voll, dass ich auf jeden Fall noch was machen will. Das ist für mich völlig klar.